Cause you know me better than anyone else. We don't need anyone else. There's a couple billion people in the world, and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it in. Cause every high and every low led to this. I'm just so glad you exist. Go, don't you ever go, don't you ever go changing. Never let me go, never let me go, never let me go, baby. Don't you ever go, don't you ever go, don't you ever go changing. Never let me go, never ever let me go, never let me go, baby. There's a couple billion people in the world, and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it. Every lonely to these, I'm just so glad you exist. I'm glad you exist. Resilient little thing, just like mama made you. No one needs to save you. Na 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 na. Congratulations, cause I came out the other side. I've been having revelations, and I'm gonna let them shine. I deserve congratulations, and never thought that I'd survive. If you tell me I won't make it, and that's when I super blue. Noch nichts da? Herzlich willkommen heute Morgen hier zur Church Zone in dem Ensemble Theater. Super, dass ihr heute hier dabei seid. Ich sehe noch, viele sind am Sprechen, Meet and Greet, sehr gut. Genau, ich begrüße auch alle zu Hause am Stream. Schön, dass ihr hier dabei seid, entweder jetzt hier um 11:15 oder vielleicht auch zeitversetzt zu einer anderen Zeit. Super, dass du dir die Zeit nimmst, hier mitzumachen. Genau, die Leute, die hier vor Ort sind, können sich sehr gerne in die Reihen setzen, in die Ränge. Man kann übrigens auch im Café mittlerweile sitzen bleiben, weil dort auch das Bild gezeigt wird. Man kriegt dort auch die Band mit und so weiter. Eine kleine Neuerung, die wir vor ein paar Wochen eingeführt haben. Schön, dass ihr hier seid und dass ihr euch die Zeit nehmt. Wenn du zum ersten Mal da bist, hoffen wir, dass du dich wohlfühlst, zu Hause fühlst. Genau, wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du sehr gerne im Anschluss entweder zu mir kommen oder jemanden, den du sonst hier auf der Bühne siehst. Und genau, wünschen dir eine gute Zeit. Ich möchte mich an der Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus Engelmohr. Ich bin Pastor hier im Projekt X und begeistert, dass wir heute hier wieder Church Zone haben. Ich möchte am Anfang kurz ein paar Dinge nennen, die hier im Haus wichtig sind. Und zwar einmal, die Toiletten findet man, wenn man den Gang nach hinten durchgeht, an dem Haupteingang, Foyerbereich vorbeigeht und dann findet man dort die Toiletten. Ansonsten gibt es hier, ihr habt es vorhin schon gesehen, Kaffee, es gibt Brezen, auch einen Tee gibt es, Softdrinks. Jederzeit, wenn man zwischendurch was gerne trinken möchte, kann man auch währenddessen kurz zur Bar zu den netten Mitarbeitern da drüben, netten Mitarbeiterinnen gehen. Und genau, danke, dass ihr das macht. Sehr cool. Einfach, damit ihr euch wohlfühlt, genau, haben wir auch Getränke und ein bisschen was zu essen. Wir als Kirche haben vor ein paar Jahren einen Verein gegründet. Der Verein nennt sich AugsburgerInnen gegen Menschenhandel. Und an dem Titel hört man schon, es geht darum, dass wir uns einsetzen gegen Menschenhandel. Es gibt tatsächlich heute mehr Sklaven als jemals zuvor. Weltweit, aber auch in Deutschland.
Und wir als Verein fokussieren uns natürlich stark, deswegen heißen wir auch Augsburger Innen gegen Menschenhandel, das Thema in Augsburg quasi präsent zu machen. Wir haben seit letzter Woche gemeinsam mit der Stadt Augsburg und auch mit dem Evangelischen Forum Annahof eine Ausstellung. Und die möchte ich euch ganz kurz quasi vorstellen. Die Ausstellung nennt sich Gesichtslos, Frauen in der Prostitution, weil dort in der Prostitution die allermeisten Frauen heute noch, oder das heißt noch, also heute als Sexsklavinnen arbeiten müssen. Das ist eine sehr, sehr interessante Ausstellung von einem international bekannten Fotografen, Hype Yerli Kalla, gemacht. Dieser Mann hat nicht etwa kurz mal in das Milieu reingeschaut, ein paar Fotos gemacht und die Ausstellung gemacht, sondern hat 2 Jahre Frauen begleitet, um wirklich hinter die Kulisse zu schauen. Und was wir in den Bildern und den Statements, das sind immer auch kurze Statements unter den Bildern, was wir dort sehen, ist das, was er gefunden hat in der Prostitution. Ein sehr trauriges, sehr düsteres Bild. Und wo er dann auch gesagt hat, wenn das so ist, müssen wir uns dafür einsetzen, dass sich diese Situation ändert. Deswegen auch diese Ausstellung, die wir nach Augsburg gebracht haben, ursprünglich war sie in Mannheim, läuft bis Ende November, bis zum 25. November. Und ich möchte einfach an der Stelle Werbung dafür machen, dorthin zu gehen, sich das anzuschauen, vielleicht auch mit der kleinen Gruppe, mit der Homezone oder mit Freunden, mit Arbeitskollegen, einfach um über das Thema ins Gespräch zu kommen, was können wir als Gesellschaft tun, dass das aufhört, dass das nicht so weitergeht. Wir waren auch gestern zu dem Thema, es gibt nämlich zu der ganzen Ausstellung, die ja bis Ende November geht, ein Rahmenprogramm, ich stelle es gleich nochmal vor, aber wir waren gestern bei einer Demonstration, um gegen Menschenhandel zu demonstrieren. Hier ein paar Bilder. Wer nicht dabei, es waren einige dabei vom Projekt X, aber wer nicht dabei hat, hat wirklich was verpasst. Erstens mal, das Wetter, was noch bis um 12 Uhr geregnet hat, war so genial. Es war so warm, es war so schön. Man sieht das hier. Und wir haben wirklich Aufmerksamkeit erregen können und vielen, vielen Menschen diese Flyer geben können oder diese Broschüren, um sie für die Ausstellung einzuladen. Und haben einfach ja, Gesicht gezeigt für die Frauen, die gesichtslos sind. Eine Stimme erhoben für die Frauen, die keine Stimme in unserer Gesellschaft haben. Ich möchte noch ganz kurz an der Stelle weiter die anderen Veranstaltungen kurz ansprechen, die wir noch haben. Bis zum November gibt es eigentlich jede Woche eine Veranstaltung. Hier sind 3 kurz angeteasert. Der Walk war gestern. Was sich wirklich lohnt, der 25.10. ein Poetry Slam. Wir haben Horst Thieme, einer der bekanntesten Slammer in Augsburg, gewinnen können für dieses Poetry Slam. Sei doch einfach dabei im Augustanersaal. Die ganzen Veranstaltungen finden im Annahof statt, in den Räumen des Evangelischen Forums Annahof, entweder im Augustanersaal. Die Ausstellung ist auch dort, wenn man zum Augustanersaal die Treppe hochgeht oder runter zu den Toiletten. Oder da ist ja auch das Café, das Anna-Café. Auch dort sieht man diese Exponate, diese Fotos. Und eben dort finden dann auch die Veranstaltungen statt. Diese Hefte, diese Broschüren liegen aus, könnt ihr sehr gerne mitnehmen. Und die Leute, die jetzt beim Stream dabei sind, scannt doch einfach den QR-Code und schaut rein, was es gibt. Wir sind auch super, super stolz und froh, dass wir die Oberbürgermeisterin als Schirmherrin gewinnen konnten. Also auch die Stadt ist an dem Thema dran, dass sich endlich was verändert, dass den Frauen geholfen wird. Genau, dann noch eine kurze Sache, bevor wir gleich in unsere Church und ins Thema steigen. Eigentlich ist die Deadline vorbei, das heißt, der Anmeldeschluss ist schon vorbei für unser Weekend, aber das Weekend, man kann sich trotzdem noch anmelden. Also es sind schon über 40 Leute dabei, im letzten Jahr waren wir über 60. Wenn du noch dich anmeldest, dann bist du auch dabei und dann werden es noch ein paar mehr Leute, dann wird die Gemeinschaft noch besser. Meld dich doch an für den 9. bis zum 11. Dezember, unser Winter Weekend im Allgäu, im Forgenhof, wo wir schon ein paar Mal waren. Mit Schwimmbad, mit hoffentlich wieder Schnee in diesem Jahr. Im letzten Jahr gab es auch super Schnee. Dann ist es natürlich eine coole Sache und am allerbesten, wenn du dabei bist. Genau. Wir kommen heute oder steigen heute so richtig an mit dieser Themenstaffel, das neue Normal angekommen. Wir versuchen mit dieser Themenstaffel auf etwas Aktuelles einzugehen. Ihr kennt das, diesen Begriff, das neue Normal, haben wir alle so Anfang Corona mal gehört, vielleicht auch öfters mal gehört, weil Politiker das einfach gesagt haben, naja, das neue Normal, nach der Corona-Zeit wird es ein neues Normal geben, das wird nicht mehr das alte Normal sein, was wir kennen. Daher kommt also dieser Titel und wir fragen uns im Moment, sind wir denn eigentlich angekommen? Das war ja schon vor 2,5 Jahren, wo das gesagt wurde.
Und wir versuchen mit dieser neuen Themenstaffel auch ein neues Format aus. Also als Projekt X, wir versuchen immer wieder neue Dinge aus. Ihr seht das schon hier, wir werden heute einen Talkgast zu dem Thema befragen, beziehungsweise mit ihm ein Gespräch führen. Ich werde ein Gespräch führen, ich werde ihn euch gleich noch vorstellen und wir werden auch in den nächsten Church Zone jeweils einen Talkgast hier auf der Bühne haben und werden die Predigten sozusagen als Talkpredigt machen. Wir versuchen das. Ihr könnt sehr gerne, wenn es euch gefallen hat, einfach Kommentare, wenn ihr bei YouTube seid, bei YouTube hinterlassen oder auch an info@projektx-augsburg.de schreiben oder auch hier einfach euer Feedback weitergeben. Wir probieren als Projekt X immer wieder neue Dinge aus, um auch die Veränderungen in unserer Gesellschaft aufzunehmen. Und wir denken, dieses Format passt sehr, sehr gut zu diesem Thema. Also sind wir sehr gespannt. Ich bin schon ganz aufgeregt, wie das sein wird. Dann machen wir es jetzt so, wie die letzten Church oder wie eigentlich immer, dass wir jetzt Zeit für Musik haben. Und zwar gesungene Gebete. Wir haben eine Band, die das vorbereitet hat. Diese Gebete, solltest du dich mit Glauben schwer tun, sollte es so sein, dass du nicht genau weißt, wo du im Glauben stehst, du kannst sie einfach anhören, du kannst sie genießen. Ich hoffe, dass die Musik so wie immer sehr gut ist. Ich bin sehr überzeugt davon, dass sie gut ist. Und wenn es aber so ist, dass diese Gebete dich berühren, dass du merkst, das sind eigentlich meine, ich würde es gerne zu meinen Worten machen, dann kannst du sie sehr gerne auch mitsingen und sie zu deinen eigenen Gebeten machen. Sätze, Worte, die Musiker geschrieben haben, um ihre Beziehung zu Gott auszudrücken. Musik hat ja was Emotionales. Vielleicht bist du jemand, der so emotional ansprechbar ist. Dann genieß einfach die Zeit, sing gerne mit und nutz diese Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Amazing grace, how sweet the sound that saved.
weiter weißt, sich weit das Falsche erweist. Und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurückschraubst und sagst an Gott, glaub ich nicht. Sag ich dir, Gott glaubt an dich. The sun's not worried about the winter, 'cause soon it will pass. The light's not thinking about the darkness or the shadow it casts. A heart that's planted in forgiveness doesn't dwell in the past. So why should I be? 'Cause you take good care of me, and you take good care.
take good care of me. If you take good care of me, you know what I need before I even ask a thing. And you hold me in your hands with a kindness that never ends. I'm carried in your love, no matter what the future brings. If you take good care of me, if you take good care of me, you know what I need before I even ask a thing. And you hold me in your hands with a kindness that never ends. I'm carried in your love, no matter what the future brings, as you take good care of me. Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, my story's just begun. Failure won't define me, 'cause that's what my father does. Failure won't define me, 'cause that's what my father does. Arrival's not the end game, the journey's where you are. You never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over if the story isn't good. Failure's never final when the father's in the room. Failure's never final when the father's in the room. Prodigals come home, the helpless find hope. Love is on the move when the father's in the room. Prison doors swing wide, the dead come to life. Love is on the move when the father's in the room. Miracles take place, the sinner could find faith. Love is breaking through when the father's in the room. Jericho walls are quaking, strongholds now are shaking. Love is breaking through.
Vielen Dank euch für die Musik. Ich hatte vorher schon versprochen, wir haben heute einen Talkgast, deswegen auch zwei Sitze hier. Aber bevor ich den Talkgast vorbitte, das werden wir uns gleich ein Video anschauen, wo er nämlich herkommt. Das ist nämlich Matthias Ehmann, der Professor in der Theologischen Hochschule in Eversbach in Hessen ist. Und wir schauen uns kurz mal in einem Video rein, wo er eigentlich herkommt, wo er eben lehrt als Professor. Und dann in der Zeit können wir beide uns hier vorne hinsetzen. Ja, vorwärts denken. Also wenn ich vorwärts denken höre, dann fällt mir direkt ein, sowas wie, ich überlege, was könnte morgen wichtig sein. Was ich hier immer wieder neu mitbekomme, dass es wichtig ist, dass wir auf die Menschen zugehen, dass wir nicht eine abgeschlossene Gesellschaft in der Gemeinde sind, sondern dass wir tatsächlich Menschen mit ins Boot holen. Deshalb wünsche ich mir, dass das, was ich im Studium lerne über Bibel, über Gott, über auch mehr so die praktische Theologie, dass das auch Menschen erreicht, die mit der Gemeinde gar nichts zu tun haben. Ich glaube, richtig verstandene Theologie ist nah an den Menschen. Wir müssen Vorwärtsdenker sein, um der Sendung willen. Wer nicht vorwärts denkt und vorwärts arbeitet, wer stehen bleibt, der bleibt kleben. Das finde ich was sich, glaube ich, stark geändert hat, dass Pastoren eigentlich wie einen Blick brauchen für das Jetzt, aber auch, wohin geht die Reise. Das Interesse an Mitdenken, an Weiterdenken, an Vorwärtsdenken ist in den Gemeinden größer, als wir manchmal annehmen. Mehr denn je müssen Leiter ein Fundament haben, was trägt. Und da ist Theologie, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also ich denke, eine gute Theologie zu betreiben, funktioniert dann, wenn man gutes Handwerkszeug gelernt hat. Und ich finde, das haben wir in Eversbach sehr, sehr gut gelernt. Gemeinden vorwärts zu helfen, das ist einfach eine der besten Aufgaben, die man sich vorstellen kann. Genau, Vorwärtsdenker, so einen haben wir hier sitzen und das passt ganz gut zu dem Thema, das neue Normal. Matthias Ehmann, Professor, wie gesagt, in der Theologischen Hochschule in Eversbach. Am besten wir fangen damit an, dass du einfach uns mal kurz erzählst, so ein paar Punkte zu deiner Person, wo kommst du her, hast du Familie, wie lange unterrichtest du eigentlich schon in Eversbach, was hast du vorher gemacht, so 2-3 Minuten, was dir alles wichtig ist aus deinem Leben, was du so reinpacken kannst. Ja, ich würde sagen, es gibt eigentlich nur einen Grund, nach dem Video nicht nach Eversbach zu gehen und zu studieren. Das ist, man wohnt in Augsburg und das ist einfach sehr schön. Das verstehe ich sehr gut. Das war eine meiner Lebensfragen. Ich bin in Augsburg aufgewachsen, komme aus Neuses. Und meine Stimme ist heute so tief, weil ich am Freitag beim IV war und das genossen habe, wieder zurück zu sein. Ich bin hier aufgewachsen, habe dann mal kurz in München gelebt, habe in Eversbach studiert, bin FEG-Pastor geworden. Habe jetzt 10 Jahre in Würzburg gelebt, war der Pastor an der City Church Würzburg. Das ist eine Gemeinde, die ist ziemlich ähnlich wie hier, würde ich sagen. Ihr habt ein bisschen schönere Räume. Bei uns ist alles so schwarz gestrichen. Und so. Es gibt kein Tageslicht. Aber sonst sehr ähnlich. Da war ich Pastor, habe eine Zweiggemeinde gegründet, die Abendkirche Würzburg, die sich in so einem Jazzclub damals getroffen hat. Das war vielleicht ähnlicher wie hier. Ich bin verheiratet, habe ein 11 Monate altes Kind, eine Tochter. Die habt ihr vielleicht auch schon rumlaufen sehen hier. Ja, das ist sehr schön. Und ich unterrichte in Eversbach Missionswissenschaft und interkulturelle Theologie. Das ist so die offizielle Fachbezeichnung. Und was ich da mache, ist so ein ganz großer Bogen. Soll ich das schon sagen? Kannst du gerne schon sagen. Ja, ich hätte dich nachher gefragt, aber ich meine, du kannst es jetzt auch schon sagen. Genau, das ist so der ganz große Bogen von allem, was mit Religionswissenschaft, Kulturwissenschaft zu tun hat. Also was ist Kultur, was ist Weltreligion,
Ich lese mit meinen Studis zum Beispiel Koran auch, Einführung mal in eine andere Weltreligion dran zu schauen. Wie ist das eigentlich, wenn Muslime zum Beispiel jemanden beerdigen? Was für Texte werden da eigentlich gelesen? Was haben so Menschen im Kopf, die da beheimatet sind? Und dann geht es aber auch um Gemeindegründung, um globales Christentum, klassische Missionsthemen. Und das ist so die Spannbreite, die ich unterrichten darf. Ich habe so eine leichte soziologische Schlagseite. Genau, das ist Stichpunkt Soziologie. Alles das, was du tust, hast eben auch mit soziologischen Fragen zu tun. Vielleicht mal für alle, für die das vielleicht auch ein bisschen fremd ist, Soziologie. Eigentlich geht es darum, dass man sich die Voraussetzungen, die Abläufe, die Folgen des Zusammenlebens von Menschen anschaut. Also wie ticken Menschen zusammen als Gemeinschaft, also da passiert dann sowas wie Kultur, da gehört natürlich sicherlich auch Sprache dazu, Veränderungen in der Kultur. Alles das ist irgendwie auch mit Thema, wenn es um Missiologie geht, aber natürlich auch immer die Frage, wie man die Nachricht von Jesus in dieses menschliche Miteinander, auch im Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Kulturen, was ja in unserem Land auch immer mehr passiert, wie man das da vermitteln kann. Ne? Genau, deswegen glauben wir, dass du zu dem neuen Normal ein ziemlich guter Talkgast bist, deswegen haben wir dich auch eingeladen. Danke, dass du gekommen bist und den langen Weg von Eversbach hierher gemacht hast. Wie weit ist das eigentlich weg? Also, weil Eversbach sagt vermutlich niemandem was, ein kleines, ich war da schon mal, ich habe da nämlich auch schon mal studiert, so ein Zusatzstudium gemacht. Wie weit ist das weg? Ich glaube, knapp unter 500 Kilometer. Irgendwann in einer Vorlesung saß ich mal da als Student und da war Google ganz neu, Google Maps. Und ich habe festgestellt, es ist 3 Kilometer kürzer nach Mailand als nach Eversbach. Und ich dachte mir so, oh, damn, irgendwie irgendwo am falschen Ort das Seminar gebaut. Aber genau. So an der Grenze zwischen NRW und Hessen. 500 genau. Kilometer. Ein kleiner Ort übrigens, der sehr stolz ist, dass die eine Hochschule haben. Weil normalerweise so ein kleiner Ort hat normalerweise keine Hochschule. Genau. Ich gehe an der Stelle einfach mal ein paar Schritte zum Anfang der Corona-Zeit zurück. Damals haben vor allem Politiker wie zum Beispiel Jens Spahn, der unser damaliger Gesundheitsminister, oder auch Olaf Scholz, damals unser Finanzminister, jetzt unser Bundeskanzler, die haben diesen Ausdruck gebraucht, das neue Normal, indem sie gesagt haben, also wenn wir Corona mal überstanden haben, also vor allem Jens Spahn so als Gesundheitsminister, dann werden wir in einem neuen Normal sein und das wird mit dem alten Normal, was wir von früher kennen oder das bis jetzt kennen, nichts mehr zu tun haben oder es wird sich sehr verändert haben. Deswegen gleich am Anfang die Frage, sind wir im neuen Normal angekommen? Gibt es das neue Normal überhaupt? Ja, also ich würde sagen, irgendwie sind wir schon im neuen Normal angekommen. Sachen sind für uns ganz normal. Wenn ich morgen irgendwie weit mit dem Zug fahren würde, ziehe ich eine Maske auf. So, das ist einfach so, wir haben uns daran gewöhnt. Es gibt so routinierte Abläufe und die Routine zeigt, das ist irgendwie normal. Und gleichzeitig ist es auch neu, weil vorher haben wir das nicht gemacht. Gleichzeitig wird sich das auch immer wieder ändern. Also es ist kein statisches neues Normal, da war das alte Normal. Dann ist jetzt irgendwie Corona passiert und jetzt ist das neue Normal und das bleibt jetzt 40 Jahre so. Ich glaube, das denkt keiner von uns und so wird es auch nicht sein. Genau. Beschreib doch ein bisschen vielleicht einfach, woran man es sieht, also du hast jetzt die Masken, das ist jetzt einfach nur so ein äußeres Ding, aber wie würdest du jetzt von der Beobachtung, wenn du Menschen beobachtest, sagen, was hat sich denn jetzt verändert? Also wie gesagt, äußere Dinge, Maske oder vielleicht auch ein bisschen, ich merke das manchmal, wenn ich beim Aldi unterwegs bin, dass die Leute noch ein bisschen Abstand halten oder so. Das sind ja so äußerliche Dinge, aber hat sich auch innerlich was verändert? Ja, ich glaube, das ist so eine Art, also es gab mal vor 150 Jahren sowas, das nannte man Biedermeier. Also es war wilde politische Zeit und die Leute haben sich so zurückgezogen. Und man nannte die Zeit dann irgendwie Biedermeier, ich weiß überhaupt nicht warum. Ich würde sagen, es gibt heute sowas wie so eine Neo-Biedermeier. Also man zieht sich zurück, man richtet sich zum Beispiel besser zu Hause ein. Ja, man überlegt sich mehr, wie schaut mein Wohnzimmer aus, weil man sich mehr zurückzieht, weil man eher in kleineren Gruppen ist, man lädt eher mal Leute zu sich ein, als dass man ins Theater geht oder auf ein Konzert. Man überlegt sich das, das merken auch Kultureinrichtungen teilweise und auch Gemeinden. Also man hört, schaut, man geht zum Hauskreis, Small Group irgendwie, aber man überlegt sich in Gottesdienst zu gehen, schaut auch den Stream an. Das hat sich verändert jetzt gar nicht nur, weil die Leute Angst haben, vor jetzt irgendwie sich anzustecken, sondern wir haben auch gemerkt, dass auch irgendwie kann angenehm sein oder wir haben jetzt unser Wohnzimmer nett eingerichtet und wir sind natürlich in der Digitalisierung auch einen Mega-Schritt vorangekommen. So, es gibt jetzt einen Livestream und jeder checkt das auch, wo man den findet und es haben auch viele gecheckt, Sonntagmorgen ist auch schönes Wetter, man kann den auch nachschauen irgendwann
Und das verändert natürlich unseres. Das betrifft Gemeinden mega. Also ich kriege das unterschiedliche Gemeinden in Deutschland stark mit. Aber nicht nur Gemeinden, betrifft auch andere Organisationen, die das ganz genauso merken. Ja, Sportvereine, genau, generell so Thema Ehrenamt. Aber sag doch nochmal, bleiben wir nochmal da, wenn die Leute sich ins Private zurückziehen, womit hat das denn zu tun? Also du hast gesagt, nicht nur die Angst, also das war sicherlich vielleicht gerade am Anfang von Corona schon so, dass man, ich habe dir das auch, als wir vorher mal geredet haben, gesagt, wir hatten ja im Projekt X gleich am Anfang, und zwar, ich habe das, wir haben es mal nachgeschaut, ungefähr 2 Wochen nach dem Lockdown haben wir die ersten Berührungen mit einem richtig, richtig schweren Corona-Fall gehabt. Der Matthias, einer, der hier das Projekt X mit aufgebaut hat, ist, glaube ich, ein Jahr vorher nach Ulm gezogen, war dort dann in einer anderen Kirche und noch viele, viele Leute waren sehr gut vernetzt mit ihm, gute Kontakte, und dann haben wir mitbekommen, dass er Corona hat, dass er also wirklich im Koma lag und dass die Ärzte nicht wussten, ob er das überleben wird. Das war so 2 Wochen nach dem ersten Lockdown, sprich, da war das schon so, dass man auch ein bisschen, oh, das ist ja wirklich gefährlich, dann hat man sich vielleicht auch aus Angst zurückgezogen, aber also vor einer Infektion, aber es hat ja sicherlich, du hast schon gesagt, es gibt ja auch andere Gründe. Was würdest du sagen, woran liegt das, dass die Leute sich so ins Private zurückgezogen haben oder gut eingerichtet haben? So? Ja, also ich denke, das hat natürlich unterschiedliche Gründe, aber vieles, es ist einfach viel passiert und das ist auch anstrengend. Also eine Pandemie irgendwie zu regeln und gleichzeitig die neuen Regeln zu lernen, das ist ja erstmal neue Sachen sind erstmal anstrengend, weil man muss sich dran gewöhnen, so jeder kennt das, wenn man umzieht und man muss erstmal alles sich wieder zurechtfinden und wir mussten uns da drin zurechtfinden. Parallel lief ja das Leben weiter, also meistens, man musste weiterarbeiten, man hat gehofft, dass man weiterarbeiten kann auch irgendwie, dass man seinen Job behält und das hat ja auch Ressourcen gekostet und ich glaube, wenn so viele Sachen passieren und das ging ja weiter, also wenn ich mich erinnere, was war vor der Pandemie, da waren wir Fridays for Future Demo in Würzburg, großes Ding. Wir waren auch als Gemeinden stark dabei. Das war das große Thema. Das ist dann plötzlich ziemlich abgebrochen, weil natürlich keine Demos mehr waren. Da war davor irgendwie politisch viel los. In Thüringen wurde, ich glaube, es war Thüringen, ein Ministerpräsident gewählt und die AfD hat ihn mitgewählt. Und das war das ganz, ganz große politische Thema damals. Und das ist auch plötzlich abgebrochen, diese Diskussion. Ohne dass ja das Thema eigentlich weg ist. Und jetzt ist Corona vielleicht nicht vorbei, aber wir haben uns da jetzt so ein bisschen dran gewöhnt. Und dann ist ein Krieg in Europa und wir müssen damit umgehen und es sind irgendwie Dürren. Und also es gibt viele Sachen, mit denen wir umgehen müssen. Und dann ist es, glaube ich, eine normale Reaktion zu sagen, hey, das ist echt viel. Als Ausgleich dafür brauche ich einen Safe Space, irgendwie einen Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich geborgen fühle. Und den richte ich jetzt richtig schön ein. Das ist eine ganz, ich würde sagen, ganz menschliche, auch wahrscheinlich auch kluge Reaktion darauf. Aber die man merkt jetzt einfach. Genau. Das heißt, man könnte, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, der Begriff, aber könnte man sagen, dass unsere Gesellschaft durch Corona und die vielen, also es, du sagst ja, es ist ja nicht nur Corona, das ist vielleicht, weil das so ein großes Ding ist, was wirklich viele Änderungen gemacht hat, aber könnte man sagen, dass wir rastloser geworden sind, die Gesellschaft, oder dass wir das so wahrnehmen, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, aber die Wahrnehmung ist so. Genau, ich glaube, es wurde schneller. Also die Gesellschaft entwickelt sich schneller. Also es gibt sowieso also ein soziologisches Konzept von beschleunigter Zeit. Also was heutzutage gilt, gibt es ein Landwirtschaftsbeispiel, also Cicero, ein antiker Redner, so Römer, hat ein Buch über die Landwirtschaft geschrieben und jahrhundertelang hat man so dann Weinbau betrieben und hat gesagt, das so heutzutage macht man so Landwirtschaft. Mein Opa kommt vom Bauernhof. Wenn heute jemand Landwirtschaft betreiben würde, wie er das gelernt hat, wo er irgendwie 15 war von seinem Vater, er hätte wahrscheinlich wenig Erfolg damit. Ja, also das ist aus der Zeit gefallen komplett. Also man hatte das irgendwie, man lernt es, man macht es wie die Eltern. Dann irgendwann lernt man, naja, ich mache eine Ausbildung und dann arbeite ich halt da drin. Ja, also ich bin dann da irgendwie mit 16, 17, 18 irgendwann mit der Lehre fertig. So mache ich es halt, oder vielleicht studiere ich auch und dann bin ich halt mit 25 fertig und dann arbeite ich bis 65, 67. Und da merken wir ja heute auch, das funktioniert auch nicht. Also niemand will irgendwie von einem Chirurgen operiert werden, der gesagt hat, vor 40 Jahren habe ich das mal so gehört, alles, was danach passiert ist mit diesen Computern, ist mir egal. Ich mache das so wie früher. Dann würde jeder denken, lass mal. Und also dann merken wir, die Sachen werden schneller. Manchmal kommt mir das vor, wer von euch hat schon mal James Bond geschaut? Ja, James Bond. Wer von euch hat schon mal so einen richtig alten James Bond angeschaut? Es gibt so eine große, wir hatten das im Studium, so eine
mein Mitbewohner so eine DVD-Sammlung, alle James Bond. Da kann man viel Zeit im Herbst mit verbringen. Und da gibt es eine Beobachtung, ist die alten Filme, die sind witzig, die haben längere Dialoge, die sind aber unglaublich lahm. Also die erzählen mega langsam. Alte Filme erzählen mega langsam diese Sachen. Und wie heute, mir geht das viel zu langsam. So ein neuer James Bond ist viel, viel schneller geschnitten. Also wann da so ein Kameraschnitt kommt oder der nächste Schnitt oder der nächste Schnitt, das ist viel, viel schneller. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist wie so ein moderner Film. Ja? Also da sind die Schnitte schneller. Es kommen schneller neue Themen. Das ist nicht so, dass wir 10 Jahre lang an einem Thema dran sind, sondern kommt das nächste Thema und das nächste Thema und das nächste Thema. Und das ist irgendwie auch spannend, wie so ein moderner Film. Ja, es passiert viel, aber es ist auch anstrengend und deswegen braucht man dann auch so eine Pause. Sonst kriegt man irgendwann, ja, kriegt man irgendwann zu viel. Wenn die Schnitte die ganze Zeit so schnell kommen, dann ist man völlig durch. Und deswegen ziehen sich dann die Leute von deiner Beobachtung eher so oder richten sich schön ein zu Hause. Genau. Gibt es noch andere Strategien, die Leute entwickeln, um mit diesem schnellen Cut, also mit diesem, also es ist ja ein Bild, ne, dass auch im Leben so die Schnitte oder so viele Dinge wie so schnelle Schnitte sind. Gibt es da noch andere Strategien, die Leute entwickeln, die du beobachtest? Ja, also die Strategien, Strategie hört sich immer so sehr bewusst an. Ja, wir machen das natürlich eher so unterbewusst. Es gibt nämlich relativ wenige Menschen, die sagen, oh, das Leben ist schnell geworden, jetzt brauche ich einen Rückzugsraum und das ist deswegen richte ich jetzt so mein Wohnzimmer irgendwie netter ein. Aber es gibt andere Reaktionen von Menschen, zum Beispiel, dass sie keine Strategie auch quasi intuitiv entwickeln und dann so eine Art Notfall aushaben, also so ein Blackout, da knallt es quasi die Sicherung raus. Und das erleben wir auch, also dass es Leute einfach komplett überfordert und dass sie sagen, ich totaler Zusammenbruch, ich kriege gar nichts mehr hin, ich brauche jetzt Hilfe. So. Und weiß nicht, ob ihr das als Gemeinde erlebt habt. Das könnte sein. Und da zum Beispiel ist Gemeinde, würde ich sagen, super gefragt. Ne? Also da zu sein, das wahrzunehmen, im Idealfall auch wahrzunehmen, bevor es die Sicherung raushaut. Zu sagen, hier ist zu viel Spannung drauf. Können wir da helfen irgendwie? Können wir da sein? Können wir gute Freunde sein? Das ist das eine. Das Extrembeispiel. Es gibt andere Leute, die sagen, es sind super viele Sachen. Es ist kompliziert. Ärmel hochkrempeln, anpacken. Also Aktivismus ist ja auch ein Umgang damit. Zu sagen, ich ziehe jetzt die Corona-Regeln richtig streng durch. Gleichzeitig sage ich, Fridays for Future, das geht weiter, wir machen Online-Demos. Und es gibt noch 10 andere Themen und die packe ich auch noch an. Und es gibt Leute, die haben auch die Energie, um viel davon zumindest anzupacken. Und es ist schon auch eine Strategie zu sagen, es ist kompliziert. Also gebe ich mich voll rein und gebe Gas. Und für manche ist das auch eine gute Sache. Die würden sagen, wenn so viel passiert, kann ich nicht zu Hause sitzen und irgendwie Serie schauen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch die Leute, oder? Die sozusagen auf Kontra gehen, oder? Die sagen, ich will das alles gar nicht, die gerne das alte Normal behalten würden, die sich hoffen, man könnte vielleicht das ganze Ding nochmal zurückdrehen. Irgendwann ist Corona vorbei oder vielleicht ist es ja schon vorbei und jetzt verhalten wir uns wieder. Gibt es auch, oder? Ja, klar. Also, und ich sehe das gar nicht nur negativ. Mhm. Ich meine, wir schauen dann auch den alten James Bond-Film an und finden ihn irgendwie auch nett. Auch wenn der irgendwie aus der Zeit gefallen ist. Und das ist ja auch okay, ist, zu sagen, man pflegt manche Dinge, die man schön findet, die aber irgendwie auch aus der Zeit gefallen sind. Ich glaube, wenn man es halt zu sehr dreht, dann ist natürlich die Gefahr, dass das mit der Realität dann irgendwann auseinanderläuft. Ja? Und die Zeit dreht sich dann weiter und dann ist man irgendwie als ganzer Mensch vielleicht aus der Zeit gefallen und spürt es vielleicht ja auch schmerzhaft. Also merkt, ich bin irgendwie in der falschen Zeit. Also das ist ja auch anstrengend. Genau. Jetzt hast du vorher schon gesagt, da kann Gemeinde, da kann Kirche ein guter Ort sein, wo Leute, die zum Beispiel hoffentlich bevor ihnen die Sicherung durchknallen, einfach aufgefangen sind. Du hast ja Theologie studiert, jetzt nicht einfach so, weil du dann, also ich gehe mal davon aus, dass du nicht einfach studiert hast, weil du das auch, kann man irgendwie gut Geld mit verdienen, sondern inhaltlich, ja, weil dir der Glaube an Jesus wichtig war. Hat denn in solchen, ich nenne das mal ein bisschen Umbruchszeit, ne, von alten zum neuen Normal, du hast auch gesagt, das entwickelt sich irgendwie alles weiter, das ist ja nicht, in solchen Zeiten, wo hat denn der Glaube an Jesus Relevanz? Also hilft der Menschen, Halt und Stabilität zu finden in solchen teilweise auch unsicheren Zeiten? Also Krieg jetzt zum Beispiel, ne? Keiner weiß. Also ich habe jetzt gestern mit meiner Frau geredet, wer weiß, ob das nicht dann doch mal hier ein Riesenatom irgendwas oder so. Ne? Also willst du ja gar nicht aussprechen, aber das sind ja so, du weißt nicht, wo es hingeht. Wie würdest du sagen, dass der Glaube an Jesus da relevant ist, Stabilität gibt, Hilfe gibt im neuen Normal? Ich glaube, dass er mindestens auf zwei Arten einem Hilfe gibt.
Das eine ist, wirklich konkrete Entscheidungen zu treffen. Also wenn sich die Gesellschaft ändert, muss ich ja irgendwie darauf reagieren. Also es gibt eine neue Realität und ich muss mich dazu verhalten. Und da hilft natürlich der Glaube schon mit sowas wie ethischen Linien. Also es ergibt mir Orientierung, würde ich sagen. Ich kann sagen, ich versuche mich an Jesus zu orientieren. Ich habe gerade euer Notizflyer aufgeschlagen. Wenn du deinen Flyer da nimmst, der da liegt, habt ihr euer Motto da drauf geschrieben. Und das fand ich sagen, so Menschen orientieren sich irgendwie an Jesus. Und das ist natürlich eine Orientierung. Ich habe eine neue Situation, ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen. Wo finde ich Orientierung? Dann kann ich das ja versuchen mit, in diesem Fall mache ich das. Also da gibt es so bewährte Regeln. Da bedeutet neues Normal, die funktionieren je nachdem nicht, weil es gibt eine neue Realität und ich kann nicht einfach sagen, ich mache das so, wie ich es gelernt habe oder wie ich es immer gemacht habe, so, sondern ich muss irgendwie was anderes machen. Woran orientiere ich mich? Das ist das eine. Und aber gleichzeitig gibt es mir als einzelne Menschen und ich würde sagen auch als Gemeinschaft und auch in der Gemeinschaft, was so eine Gemeinde sein kann, Hoffnung einfach in einer Zeit, die komplex ist. Also ich kann beten, auch wenn ich dann nicht weiß, was ich tun soll, aber ich kann wenigstens jemandem sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich habe da das Gefühl, bei Jesus ist gut aufgehoben. Und das gilt für mich als Einzelner, aber eben auch als Gemeinde. Und zusätzlich würde ich sagen, bietet natürlich Gemeinde auch noch was, was aber vielleicht auch Sportvereine bieten oder irgendwelche anderen, dass man sagt, da sind Leute, die irgendwie wahrnehmen, jetzt ist gerade viel. Aber das würde ich sagen, ist gar nicht so, das schafft nicht nur Gemeinde, so, das können auch andere Menschen auch machen. So. Ja. Aber das ist ja trotzdem da in Gemeinde, das ist ja auch gut. Jetzt sind ja Christen Menschen, wir formulieren das im Projekt immer so, die dem Vorbild von Jesus folgen. Ja? Also wir sagen, wir möchten dem Beispiel von Jesus folgen. So drücken wir das aus. Wir möchten Menschen unterstützen, dass sie dem Beispiel von Jesus folgen können. Wie kann uns denn das Beispiel, was Jesus gesetzt hat, in diesem neuen Normal helfen zu leben? Also welche Dinge fallen dir ein, wo du sagst, das hat Jesus vorgelebt, das würde uns gut tun, wenn wir in dieser Zeit, die so schnell geschnitten ist, die so rastlos sein kann, wenn wir das leben würden? Also erstmal finde ich, hilft es, wenn ich so die Bibel lese, die Evangelien, also die Teile der Bibel, die einfach viel von Jesus erzählen, wahrzunehmen, okay, nicht nur meine Zeit hat irgendwie Herausforderungen. Also da war irgendwie auch krass. Also da ist ein Land und das ist besetzt von einer anderen Supermacht. Und also da sind auch Spannungen, da gibt es unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und die mögen sich auch nicht. Das finde ich erstmal entlastend. Also zu sehen, okay, ich bin jetzt nicht die einzige Generation, wo viel irgendwie ist, sondern das war bei Jesus auch anders, aber auch da. Und dann würde ich sagen, Jesus hat so eine Pendelbewegung, sehe ich bei ihm. Also der, auf der einen Seite gibt er sich voll in diese Themen rein. Der geht dir nicht aus dem Weg, der ist da mittenmann dabei. Der überlegt, was das bedeutet. Der spricht auch dazu, der diskutiert mit Menschen da drüben. Der lebt es dann auch. Also die Sachen, die er erkennt, die lebt er dann auch. Sagt, wir müssen Versöhnung schaffen zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen. Also esse ich dann auch mit den Zöllnern. Ja? Ich predige dann auch nicht nur esst mal mit Zöllnern, sondern ich mache es dann auch. Und das ist vielleicht die Predigt. Und gleichzeitig nimmt Jesus sich auch in diesem viel, was ist, auch Zeiten aus Zeiten. Also der nimmt sich auch raus. Der geht in die Wüste, der sagt, jetzt miete ich mir irgendwie so ein Obergeschoss, wo ich nur mit meinen engsten Freunden zusammen bin und jetzt reden wir und jetzt essen wir und wir haben Zeit zusammen. Und da würde ich sagen, das kann man schon auch lernen. Also dieses voll drin zu sein, aber sich das auch zu gönnen, ich gehe jetzt in die Wüste und habe da Zeit nachzudenken, Gott zu begegnen, mit meinem Vater in Kontakt zu sein. Ich glaube, das brauchen wir schon auch. Also nur jetzt zu sagen, da ist viel los, dann packen wir es an und Action, ich glaube, das funktioniert nicht. Und das würde ich bei Jesus sehen. Ja. Bei diesem neuen Normal oder alten neuen Normal, also diese Veränderungen, da ist es ja super interessant, dass wir beim christlichen Glauben daran glauben, dass Gott sich nicht verändert. Ich habe dazu mal eine Stelle aus dem Hebräerbrief rausgesucht und zwar vielleicht einfach mal für alle Leute, die sich vielleicht nicht so in Bibel und mit christlichem Hintergrund so auskennen. Der Hebräerbrief war ein Brief, von dem wir nicht genau wissen, wer ihn geschrieben hat. Also ein Mann, eine Frau, wir wissen es nicht genau, aber die Zielgruppe, also wo es hingegangen ist, das müssen Menschen gewesen sein, die jüdischstämmig oder jüdisch geprägt waren, die von der Kultur, deswegen heißt der Hebräerbrief, ja, hätte ihn auch
jüdischen Brief nennen können, aber Hebräerbrief, also Menschen, die mit diesem hebräischen, jüdischen Kontext zu tun hatten. Das sieht man daran, dass er ganz viel voraussetzt. Also wenn wir den heute lesen, ist es manchmal so, dass wir viele Dinge nicht verstehen, wenn wir uns in diesen jüdischen Dingen nicht auskennen. Das ist tatsächlich so, aber er spricht Menschen an, die aus diesem Kontext kommen, aber angefangen hatten, an Jesus zu glauben. Und da schreibt er Folgendes: erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündet haben. Also da waren Menschen, die haben das Ganze aufgebaut, die haben quasi diese Nachricht, diese Botschaft von Gott verkündigt. Und dann haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertraut haben, und nehmt euch ihrem Glauben zum Vorbild. Also vielleicht nochmal, ne? Also es ging, die Leute hatten das aufgebaut und sagten, das sind die, erinnert euch dran, vermutlich waren die schon nicht mehr, also das ist ja in der Vergangenheit geschrieben, also die waren schon gestorben, die hatten das aufgebaut, da hatte sich was verändert, diese Menschen, die es aufgebaut haben, waren nicht mehr da. Und jetzt kommt der Satz, um den es mir eigentlich geht, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also Jesus ist immer derselbe, im alten Normal, im neuen Normal heute und im zukünftigen, wer weiß noch, was da alle für Normales kommen. Das ist ja eine spannende Aussage, ja. Was bedeutet das für dich, dass Jesus immer derselbe ist? Kann man das heute überhaupt noch so sagen in einer so schnell geschnittenen Zeit? Ist das nicht eigentlich eine Anmaßung zu sagen, Jesus ist immer derselbe? Ja, also man kann auch drüber reden. Ich habe einen Freund, der hat mal gesagt, naja, ich finde das jetzt gar nicht so ermutigend. Also, der ändert sich einfach gar nicht. Also, ich kenne auch Menschen, die ändern sich gar nicht, aber das ist gar kein Lob, so quasi zu sagen. So ist es, glaube ich, nicht gemeint, sondern ich höre das als, Jesus bleibt in seinem Kern zuverlässig für mich. So, das ist wirklich, da kann ich drauf setzen. Und dafür wird ja auch mal das Bild gebraucht, er ist so der Eckstein des Glaubens. Also wenn man so ein Haus anfängt zu bauen, dann braucht man irgendwie, muss man den Winkel setzen und dann setzt man so den Eckstein und sagt, also von da aus bauen wir in die anderen Richtungen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es nicht bedeutet, Jesus ist ein Stein. Ja, also das ist ein Bild dafür. Und diese Unveränderbarkeit merkt jetzt quasi nicht, Jesus ist einfach immer derselbe. Er ist einfach wie so ein Fels, es ist ihm völlig egal, was um ihn herum passiert. Er ist halt einfach da. Sondern er ist ja trotzdem Mensch geworden. Also Gott wird in Jesus Mensch, er wird einfach Fleisch und Blut, lebendig und bleibt so lebendig trotzdem da, zuverlässig derselbe. Also da kommt nicht plötzlich ein anderer um die Ecke, weil jetzt eine Krankheit ausgebrochen ist oder ein Krieg ausgebrochen ist. Und das gibt mir schon extrem Halt und Hoffnung, weil ich merke, ich muss natürlich überlegen, wie ich mich verhalte in diesen neuen Kontexten. Aber ich habe die nicht im Griff. Also ich kann nicht verhindern, dass irgendwo ein Krieg ist oder nicht. Ich kann mich dann klug dazu verhalten, aber das übersteigt ja komplett das, was ich machen kann, da die Räder irgendwie zu drehen. Und wahrscheinlich übersteigt das, was jeder einzelne Mensch machen kann. Ich glaube, das ist selten so, dass eine Person wirklich die Entscheidungsgewalt darüber hat, sondern da immer viele irgendwie verbunden, dann passiert irgendwie was. Ja, und da finde ich diese ultimative Wirklichkeit Gott, die wir in Jesus sehen, ganz lebendig, ganz greifbar, auch irgendwie dynamisch, also in diesem, er wird Mensch. Und gleichzeitig ist dieser Mensch aber nicht so, dass der plötzlich bei dem die Sicherung rausknallt und der ein ganz anderer ist. So. Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, wer denn dieser Jesus eigentlich war. Also es geht ja weniger darum, wie gesagt, vor 2000 Jahren, das war eine andere Zeit, du hast es vorher schon gesagt, auch eine Krisenzeit, ne? Großes Römische Reich hatte Israel belagert, die Leute fühlten sich wie, wir sind eigentlich nicht die eigenen Herren in unserem eigenen Land und so weiter. Vermutlich auch eine sehr brutale Zeit, es gibt so ein paar Filme über die Zeit, auch die jetzt, sag ich mal, vom Leben von Jesus was verfilmt haben, da wird das manchmal gezeigt, also The Passion ist natürlich sicherlich eines der härtesten, aber ich glaube, das kommt schon, manche Historiker sagen, das war wirklich eine ganz, ganz, ganz harte Zeit und von daher auch viel Umbruch, aber dieser Jesus war da drin und wenn wir uns jetzt diese Berichte anschauen, das meinst du, glaube ich, so rauszufinden, was ist der Kern von diesem Jesus gewesen, seine Art, wie ist er mit Menschen umgegangen, wie ist er in diesen Umbruchszeiten, in diesen unsicheren Zeiten mit Menschen umgegangen. Das ist das, was du meinst, oder? Was letztendlich dann, also was sich nicht verändert.
Ja, genau. So, und das ist ja auch jetzt, wir entdecken den Jesus ja immer wieder neu, ne? Wenn du die Bibel liest, du liest das, und auch in bestimmten Situationen wird es ja so sein, dass dir andere Sachen wichtig werden. Und das ist ja auch ganz normal und ist auch gut so. Und ich arbeite viel zu interkultureller Theologie, ja, so Christinnen und Christen in unterschiedlichen Teilen der Welt sind unterschiedliche Aspekte von Jesus auch wichtig, so, weil die irgendwie dazu Beziehungen aufbauen können, sagen, ah, das erlebe ich auch und so. Und das ist gut so, aber gleichzeitig ist es eben nicht komplett beliebig, dass ich sage, ich zimmer mir da irgendwas zusammen und daran hänge ich dann so meine Hoffnung, so, also die hängt quasi an mir selbst, sondern der bleibt wirklich, der ist da, der bleibt, und genau, das kann ich auch immer wieder nachlesen, und manchmal ist es wirklich, dieses wirklich zum Nachlesen zu haben, auch wirklich hilfreich, wenn es so ein bisschen holprig und unsicher wird, zu sagen, hey, da kann ich mich festmachen. Hier, ich lese etwas von einem Menschen, den gab es wirklich, der war wirklich Gottes Sohn, und da hänge ich mich dran. Das ist ja auch cool, jetzt, wenn du über andere Kulturen redest, die Texte der Bibel, die sind ja auch im Laufe der Zeit, übrigens auch vom Alten zum Neuen normal wahrscheinlich entstanden, also ein paar tausend Jahren, die dazwischen sind. Aber das Coole, was ich jetzt sagen wollte, du beschäftigst dich mit interkultureller Theologie, also wie ist das in anderen Kulturen, und die lesen alle dasselbe Buch, aber in ihrer Sprache, verstehen das natürlich dann von ihrer Kultur her, ist ja logisch, und gibt ja auch manche Kulturen, die wissen gar nicht, was diese, also wir sind sehr nah an der jüdischen damals, in der damaligen Kultur dran, was weiß ich, bei uns gibt es solche Getränke wie Wein zum Beispiel, oder wenn da über Schafe geredet wird, ich habe Freunde, die sind in Papua-Neuguinea aufgewachsen, und da gibt es keinen Wein, da gibt es keine Schafe, so, ja. Aber trotzdem versuchen Leute ja in diese Kultur das hinein zu übersetzen und dann den Kern zu finden, also dass jemand in Papua-Neuguinea auch diesen Jesus erleben kann, weil diese Art, wie er ist, wie er mit Menschen umgegangen ist, das, was in der damaligen Kultur, in dieser Umbruchszeit bei Jesus auch Leute verunsichert hat, da Stabilität reingebracht hat. Das ist das, wo er heute auch noch Stabilität bringt, ja. Es gibt interessanterweise in diesem Hebräerbrief von der Autorin oder dem Autor, wir wissen ja nicht, wer es geschrieben hat, noch einen anderen Satz, ein paar Zeilen vorher, die möchte ich auch kurz mal vorlesen, und zwar: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Es meint jetzt hier nicht irgendwie einen Kampf wie so kriegmäßig, sondern den Kampf des Lebens, den Kampf des Glaubens, ja, in den schwierigen Zeiten durchzuhalten, durchzukämpfen. Ihr kennt das ja, wenn man Dinge erreichen will, und man muss ja kämpfen, um dahin zu kommen. Dann sagt er weiter: Deswegen wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt, und unseren Blick von Jesus und unseren Blick, jetzt kommt der Punkt, unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Also nochmal diesen letzten Satz, ja, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Also in dem Kämpfen, wir wollen da ankommen, schauen wir jetzt auf Jesus. Wie macht man das? Im neuen Normal auf Jesus schauen, ist ja irgendwie ein Bild, ne? Also ich habe ihn ja jetzt nicht irgendwie da davor. Manchmal helfen ja auch, es gibt ja auch in christlichen Traditionen manchmal, dass man eben, was weiß ich, in Bayern Kruzifix hat oder so, um sich, also ne, beim Wandern im Allgäu bleibe ich manchmal vorstehen, denke mir, okay. Also wie macht man das aber im Alltag, auf Jesus schauen, im neuen Normal? Ja, also klar, sowas kann auch helfen. Ja, also so ein Kreuz. Wobei wir da auch merken, in dem Moment, wo das so normal ist, fällt es uns nicht mehr auf. Also ich kann sich ein Kreuz in die Wohnung hängen, wie so andere Sachen. Also so nach 2 Wochen bleibst du kaum mehr dran stehen, wenn du vorbeiläufst, weil das ist jetzt irgendwie dein Gehirn absorbiert. Das ist, ja, also es fällt dir dann vielleicht auf, wenn es jemand wegnimmt oder so. Könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Und dann eure Partner oder so, dann an Jesus denken, wenn ihr das mal einen Tag wegnimmt, was dann auffällt. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr einfach die Wand neu streichen oder so. Aber, also ganz real würde ich sagen, es gibt schon, das Christentum nennt das dann geistliche Übungen, die dabei helfen, weil ja die Frage nicht neu ist. Also Menschen fragen sich das seit 2000 Jahren, wie mache ich das, an dem Jesus dranbleiben? Und das ist mit ihm im Gespräch bleiben, also Gebet, mit ihm beten, sprechen, zu ihm sprechen, das wirklich auszusprechen, was ich auf dem Herzen habe, und auch zu hören, zu sagen,
werden da meine Gedanken verändert? Kommt da was? Das erfordert auch Übung. Also es ist irgendwie nichts, was man einfach so kann. Ich würde sagen, man kann das einfach so ausprobieren und man kann sich aber auch darin üben. Dafür hilft es manchen Menschen, sich dafür Freiräume zu schaffen. Also gerade, wenn es so voll ist, dann zu sagen, ich nehme mir bewusste Zeiten dafür. Und da gibt es Leute, die sind super stetig, gewissenhafte Menschen, die sagen, jeden Morgen, ich stehe auf, mache mir eine Tasse Kaffee, dann mache ich das. Und dann denke ich mir, mein Leben schaut so nicht aus. Da kommt die 11-jährige Tochter vorbei und will gewickelt werden oder will nicht gewickelt werden und soll gewickelt werden und so. Und das klappt nicht. Aber ich merke zum Beispiel, ich muss mir dann bestimmte Zeiten dafür einfach nehmen. So, für mich ist das jetzt weniger regelmäßig, sondern mehr, wo das reinpasst. Aber man muss es machen, denke ich. Oder man sollte es machen, wenn man das machen will. So, wenn man es machen will, muss man es auch machen. Also Zeiten verbringen, was weiß ich, wo du bewusst zum Beispiel dir Zeit nimmst, um mit Gott zu reden. Du hast eben gesagt, eben die Dinge sagen, die einen durcheinander bringen oder die einem. Oder auf der anderen Seite eben auch Texte aus der Bibel lesen. Ich habe eben gesagt, wenn man den Jesus nicht kennt oder sollte ihn kennenlernen, um zu gucken, was hat er für ein Herz, wie hat er gedacht, wie ist er mit Menschen umgegangen. Es ist ja so, dass manche, vielleicht haben das auch manche von uns erlebt, die Corona-Zeit hat ja auch mitgebracht, dass man ja, von Leuten enttäuscht war. Ne? Also weil man vielleicht gedacht hat, das ist jemand, das ist mein Vorbild. Es gibt viele Leute, die in der Corona-Zeit angefangen haben, vielleicht vorher auch schon irgendwelche Podcasts zu hören oder irgendwelche Videos anzuschauen und so. Vielleicht auch gerade, wenn sie vorher schon jemandem gefolgt sind, der gute, inspirierende Dinge in ihr Leben gesprochen hat, also ne, was weiß ich, Videos angeschaut, YouTube und so. Und jetzt plötzlich war das, ist dieser, wo man sich immer drauf geschaut, ist jetzt plötzlich in so eine extreme, was weiß ich, Corona-Richtung gegangen. Also gab es ja unterschiedliche, ne? Ob das jetzt Verschwörungstheorie ist, oftmals mit einer Härte, mit manchmal auch Lieblosigkeit, mit Hass und so weiter, gerade auch im christlichen Bereich. Ich habe mich dann die Frage gestellt, kann es sein, dass wir manchmal auch uns zu sehr an anderen Menschen festmachen und dass das auch gerade in diesem neuen Normal ein Problem ist und wo wir uns, dann ist wieder schauen auf Jesus, mehr an Jesus festmachen sollten. Wie gehe ich damit um, wenn ich enttäuscht bin, dass zum Beispiel ein geistlicher, christlicher Leiter plötzlich in eine vielleicht auch politische Richtung abgedriftet ist, wo ich denke, oh, das kann ich jetzt gar nicht mehr teilen und vielleicht den Impuls sogar fast habe, ich würde gerne den Glauben wegschmeißen, wenn das hier alles so, wenn Christentum das bedeutet. Ja, also ich glaube, erstmal kann man einfach wahrnehmen, oh, das hat mich enttäuscht. Oder, und Enttäuschung kann aber was Gutes sein. Also man hat sich getäuscht und dann hört man auf mit der Täuschung, also eine Enttäuschung. Da würde ich sagen, es ist erstmal gut. Es ist besser, wie zu sagen, dann folge ich weiter der Täuschung. Also wenn ich gedacht habe, jemand hat guten Content, das ist cool, was er sagt und wahrscheinlich waren ja auch Sachen cool, die der gesagt hat und ich denke, daran kann ich mich wirklich festmachen und dann merke ich, oh, kann ich doch nicht, ist es, würde ich sagen, schmerzhaft, aber erstmal besser, wie einfach zu sagen, ich mache mich trotzdem daran fest, also, weil sonst muss ich mir die Enttäuschung eingestehen. So, das ist das eine und dann würde ich aber sagen, klar, jeder Leiter, auch im religiösen Bereich, auch übers Christentum raus, aber im Christentum eben auch, ist halt nur so eine zweite Schicht, eine sekundäre Schicht hinter dem Eigentlichen. Also zu sagen, mach dich an deiner eigentlichen religiösen Überzeugung fest, mach dich wirklich an diesem Jesus fest, hör dem zu und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eben Schriften von dem haben. Das ist ein Riesenglück. Wir haben nicht nur so Erzählungen so, sondern wir haben Predigen von dem, also wir können das einfach in der Bibel nachlesen und da würde ich sagen, das hilft, um sich da wirklich festzumachen und von da aus dann auch natürlich fragt man sich, was bedeutet es für heute und natürlich kann man dazu Leuten zuhören und Predigen anhören und Podcasts und so, mache ich auch alles, aber das quasi von daher zu sieben und so das Ultimative aber an Jesus festzumachen. Das haben wir vielleicht auch in Corona wieder neu gelernt, dass es so nur so das Vorgekaute von anderen, das hat halt so die Gefahr, dass wenn die Person schlecht kaut, dann ist halt schlecht. Genau. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich will zum Schluss nochmal einfach eine praktische Sache ansprechen, wenn wir jetzt überreden, neues Normal sind wir angekommen. Wir merken ja schon auch als Kirche, dass wir viel gelernt haben in der Corona-Zeit. Also, sag ich jetzt mal, wir hatten
als die Corona-Zeit anfing, diese digitale Infrastruktur, die wir vielleicht teilweise noch nicht kannten. Zoom kannte ich damals noch nicht, aber jetzt kenne ich es. Ich wusste, wie das mit dem Stream, dass das geht, aber jetzt weiß ich auch, wie man es macht und so. Wir haben wirklich, also gerade in den Lockdowns, ne, unsere Church Zones in den Online-Raum verschoben. Wir haben unsere Kleingruppen, die Home Zones, digital gemacht. Wir haben bis heute ganz, ganz viele Leitertreffen, die wir digital haben. Das ist ja auch gut. Also früher haben wir immer Spritverfahren hier, ne, in Augsburg, was weiß ich, nach Hohenstetten raus, alle gefahren und so. Das hatte sehr viel Gutes, aber wir erleben ja auch, dass dieser Rückzug ins Private eben auch mit dem Digitalen einhergeht, dass sich manche dann auch dran gewöhnt haben. Letztens habe ich mit jemandem geredet, gefragt, hey, warum kommst du nicht zur Church? Und, oh, Sonntag so bequem irgendwie, ne? Kommt ja auch, und außerdem kann ich es auch Zeit verschieben, ja, ich muss ja nicht um 11, wenn ich dann noch müde bin, dann schaue ich es mir erst um 17 Uhr an. Meine Frage, gibt es Strategien, die unserer Community, unserer Kirche helfen können, zurück vor Ort zu kommen? Also, weil die Frage wäre so, Gemeinschaft, es wäre jetzt meine Frage so, geht eben nur bedingt digital, oder? Was würdest du uns helfen oder sagen als Hilfe? Vielleicht hast du auch, genau, wie wir damit mit dieser Spannung umgehen können. Ja, also ich würde sagen, wir schaffen es zumindest noch nicht, Gemeinschaft wirklich digital komplett abzubilden. Mhm. Ob wir das jemals schaffen, ist spannend. Also ich gründe gerade eine Online-Gemeinde mit, wo wir natürlich da versuchen, ganz Betterkirche, könnt schauen, betterkirche.de, aber das ist quasi, wir versuchen das, weil wir natürlich merken, viele Leute sind in diesem digitalen Raum einfach hart unterwegs und für die soll es Kirche geben. So. Gleichzeitig merken wir auch in diesem Team, dass das macht, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Unser Körper gehört zu unserem Menschsein dazu. Ja? Und den kann man nicht einfach trennen. Und klar kann man sagen, wenn ich vor dem Rechner sitze, habe ich ja auch einen Körper und den kann ich auch wahrnehmen. Mhm. Manchmal sogar besser. Also wir haben zum Beispiel so Gebet da in einem Gottesdienst gemacht mit Bewegungen und so. Und das ist schon fremd für so den freikirchlichen Kontext. Und das war leichter, wenn die Menschen alle die Kamera ausmachen konnten und jeder hat das in seinem Wohnzimmer gemacht. Das schon. Aber gleichzeitig fehlt diese Begegnung, dieses wirklich den anderen wahrnehmen. Also dieses, wie hingegen ist denn mein Gegenüber zum Beispiel, mit dem ich da gerade an der Theke stehe und einen Kaffee trinke. Das sehe ich schon leichter, wenn der da an der Theke auch steht und ich da auch stehe und das nicht nur durch die Kamera ist. Und das ist, glaube ich, ein Riesengewinn. Es ist auch ein Spaß. Ich glaube, dass neue Leute, Freundschaften und so, das entsteht schon leichter, wenn man sich begegnet. Also und das ist die Stärke von Gemeinde. Deswegen glaube ich, dass Gemeinde da eine Stärke hat. Und es gibt auch Leute, die mit dem Digitalen einfach gar nicht zurechtkommen. Mhm. Für die da zu sein, ist auch ein Wert. Und gleichzeitig würde ich sagen, digital ist nicht jetzt irgendwie wieder, nicht zurück zum alten Normal. Ja? Also wir machen jetzt Vorlesungen nur noch hybrid und das ist völlig gut. Mhm. Ich mache eine Vorlesung und gleichzeitig können da Leute sich aus ganz Deutschland zur Weiterbildung zuschalten und das werde ich auch nicht wieder anders machen. Das gehört ja auch dazu. Wir im Projekt X haben auch gesagt, wir möchten den Stream nicht abstellen, wobei ich natürlich auch Leute verstehe, die sagen, jetzt sind so wenig Leute hier, jetzt sitzen alle zu Hause, können wir den nicht abstellen, dann kommt, wer weiß, ob sie dann wirklich kommen können, das ist natürlich die andere Frage. Ne? Das andere ist natürlich, dass alles, was du hier siehst, bist glaube ich heute zum ersten Mal im Projekt X, gell? Oder warst du? Ich war ganz, ganz früher mal im Barium. Okay, das ist schon lange her, genau. Lange her. Ja, ja. 12 Jahre, 13 Jahre. Aber quasi alles das, was du hier siehst, ist ja hauptsächlich von Ehrenamtlern, ne? Leuten, die das ehrenamtlich machen, gestemmt. Alles, was wir im Projekt X machen, funktioniert nur, weil Leute das schultern, weil sie kommen, weil sie früh kommen, weil sie das hier aufbauen und so weiter. Und da denkt man sich schon manchmal, denjenigen, der sich da ins Private zurückgezogen, den hätten wir gerne hier, der würde uns hier helfen. Genau, also da ist auch nochmal so die Frage, ne? Den Blick auf Jesus, kann das vielleicht auch nochmal helfen, Menschen helfen, die jetzt sich sehr wohlfühlen im Privaten, um zu sagen, ja, vielleicht wäre es doch wichtig, wenn ich da, kann da nicht auch der Blick auf Jesus uns ein Stück weit helfen? Ja, aber es hat eine Schwierigkeit, weil ich kann natürlich den Blick auch verlieren, während ich hier ganze Zeit am Rödel bin, so, das ja, kennt ihr, die jetzt hier seid, vielleicht auch, ich mache hier die ganze Zeit und dann deswegen begegne ich nicht automatisch Jesus, ne? Nur weil ich jetzt hier Kabel verlegt habe und die Lichter schön eingestellt habe. Gleichzeitig würde ich sagen, in dem Tun mit den anderen zusammen schon auch. Und Gemeinde ist natürlich nicht einfach nur da, um für sich selbst da zu sein, sondern Gemeinde ist immer für andere da. Also es gibt uns einfach nur, weil wir Hände und Füße für Jesus sind. Und
Klar ist das eine kritische Rückfrage, kann ich das zu Hause auf der Couch sein? Und die Antwort kann schon ja sein. Also im digitalen Raum, wir würden sagen, es passiert im digitalen Raum viel Gutes und viel Hässliches. So, und digitale Gemeinde für uns würde dann bedeuten, wir wollen das Gute fördern und dem Hässlichen entgegentreten. Und das ist dann digital unsere Aufgabe auch. Das heißt, ja, das können Menschen machen. Gleichzeitig, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze und gerade gemütlich brunche, dann gönne ich dir das voll. Aber kritisch würde ich schon zurückfragen, wenn du Jesus anschaust, wie ist es mit deinem Leben für andere investieren? Geht es wirklich so ganz perfekt da auf der Couch? Da müsste ich noch überzeugt werden, um ehrlich zu sein. Genau, also quasi die Frage, und das war Jesu Ding, immer für den anderen da zu sein, ne? Zu schauen, der war immer, also mit anderen Menschen, das war ja teilweise sogar so, dass seine eigenen Schüler, die ja eigentlich die waren, die von ihm gelernt haben, gar nicht zu ihm hinkamen, oder ne, weil er ständig sich um andere gekümmert hat. Also diese Frage sozusagen, oder? Und die kann man einfach so zu fragen, das könnte ja eine Hilfe sein. Du Jesus, wo soll ich denn heute am Sonntag für andere da sein? Und wenn das im digitalen Raum ist, weil ich vielleicht irgendwie mit einem Freund zusammen das, was man hier so Screensharing oder weiß der Geier, wie man das alles nennt, zusammen irgendwie anschaue, eine Watchparty mache, kann das sein. Aber vielleicht auch kann Jesus sagen, pass mal auf, geh doch mal dahin, da wartet eigentlich jemand auf dich, der es noch gar nicht weiß, und ich habe einen guten Job für dich heute in der Church Zone, heute Morgen. Ja, vielleicht können wir einfach an der Stelle so langsam zum Schluss kommen. Könntest du uns am Ende nochmal einfach praktische Tipps, ganz praktisch runtergebrochen, in dieser umbruchsschnell geschnittenen Zeit mit dem Film nochmal das Beispiel, was du uns als Tipp mitgeben könntest, als Professor der Theologie, ja, wie wir gut mit dieser Zeit, also wirklich praktisch, einfach ein paar Dinge, die du auch jetzt vorher gesandt hast, dass du die uns dann nochmal nennen kannst. So Dinge, die wir praktisch tun können, im Privaten, aber auch gemeinsam. Ja, also ich würde erstmal sagen, wahrnehmen, und zwar einzeln und auch als Gemeinschaft, so ist die Zeit jetzt. Mhm. Also der Film ist gerade schnell geschnitten. So, und das ist irgendwie cool, aber auch anstrengend, also auch schnell einfach. Genau. Mhm. So, das erstmal wahrnehmen und wir müssen uns darauf einstellen. Das heißt, es gibt vielleicht zum Beispiel Leute, die sitzen auf der Couch, weil der Film von Montag bis Samstag so schnell lief, dass es auch okay ist, dass die auf der Couch sitzen, weil sie da einfach sagen, ich so, Pause jetzt, Pausetaste, es geht nicht anders. Völlig gut. Aber das wahrzunehmen als Gemeinde und gleichzeitig ganz praktisch so Hybrid-Sachen und so, aber das ist ja eher die technische Sache, da bin ich auch nicht versiert. Aber ich würde sagen, man braucht, gerade wenn der Film so schnell läuft, auch immer wieder Auszeiten. Und dieses geistliche Leben, Begegnung mit Jesus und für ihn unterwegs sein auch, wirklich im Alltag. Also beides, das quasi in den Alltag einzuflechten. Aber ich glaube, gerade wenn es so schnell läuft, es braucht manchmal Auszeiten. Das kann sowas wie eure Freizeit am Forgenhof sein. Wir haben in Würzburg das festgestellt, so, wir arbeiten mit so einem Kloster da in der Nähe, so evangelisches Kloster Triefenstein, machen da Freizeiten und merken, hey, da kommen gerne Leute dazu, weil sie genau dieses Gefühl haben, ich brauche ein Wochenende Auszeit, um Zeit zu haben, diesem Jesus nochmal besonders zu begegnen. Sowas ist sicherlich auch was, das für sich persönlich wahrzunehmen, aber auch als Gemeinde, wann brauchen wir das? Dann würde ich für Entspanntheit plädieren. Der Film geht schnell und das ist auch crazy so, zu sagen, erstmal locker bleiben. Der Jesus bleibt derselbe. Also unser Glaube bleibt derselbe. Unsere Zukunftsperspektive bleibt dieselbe. Unsere Aufgabe, Hände und Füße für Jesus zu sein, bleibt dieselbe. So, und wir machen die einfach. Punkt. Wir müssen auch nicht alle zwei Wochen drüber nachdenken, ob wir es doch was anderes machen müssen, sondern wir machen das jetzt einfach. Und ich würde sagen, seid barmherzig miteinander, gebt aufeinander Acht. So, also achtsam miteinander zu sein, ist schon ein Punkt, weil es ist anstrengend für Leute und da ein bisschen die Augen offen zu halten. Und wenn dann auch mal es für jemand zu viel war und vielleicht ein Wort ein bisschen schief rauskam, zu sagen, das kann man auch mal gut sein lassen. Ja. Genau. Und noch, weil du es vorher von dir gesagt hast, du bist nicht der regelmäßige Typ, der so jeden Morgen zur selben Zeit irgendwie Zeiten mit Gott verbringst, mit Beten, mit... Sag doch mal ganz praktisch, wie machst du, also ich glaube nämlich viele Leute sind so, ich bin auch so, ich habe das schon seit Jahren immer wieder versucht, so regeln, morgens immer so regeln, ich kriege das nicht hin, weil ich so ein intuitiver Typ bin, mir springen die Gedanken immer im Kopf rum, das nervt meine Frau manchmal. Die Frage quasi einfach nochmal als letztes so, wie machst du das privat, wenn du, also dieses auf Jesus schauen, einfach mal ein Tipp, wie du es machst, vielleicht passt das für jemanden. Also drei Sachen würde ich sagen, ich erfahre häufig länger Auto und mache dann ganz bewusst auch mal das Radio aus und Podcast aus und alles aus und nutze diese Zeit, würde ich zum Beten,
so, weil da merke ich, da habe ich dann auch Ruhe. Also ich fahre oft dann allein Auto und sonst ist bei uns zu Hause messy irgendwie, und aber da ist dann Ruhe so, und das geht ganz gut. Ich versuche jeden Tag die Losung zu lesen, das ist so ein uraltes Ding, wo einfach ein Bibelvers. Als App, so alt ist es, also die haben auch den neuen, den Sprung in die neue, schon, also gibt es auch als App, ne? Genau. Losung und unter Apps auf bei Android oder auch iOS kann man haben, genau. Mhm. Genau, und genau das habe ich auf dem Handy so, also ein Vers aus dem Alten Testament, einer aus dem Neuen Testament, das versuche ich jeden Tag zu lesen. Wir haben das an der Hochschule wirklich zum Tagesstart, so um 8 Uhr treffen sich alle quasi auf dem Flur, bevor man dann in die unterschiedlichen Vorlesungsräume geht. Ich unterrichte aber nicht jeden Tag und ich versuche das an den Tagen, wo ich nicht unterrichte, auch zu machen, und die App hilft mir dabei, also weil ich hab's dann auf dem Handy und so. Und versuche da auch diese 5 Minuten, die wir uns auch an der Hochschule da gönnen, mir das auch sonst privat zu gönnen. Das ist sowas, was ganz gut läuft. Und ich versuche dann Bibeltexte eher am Stück zu lesen, weil quasi als Ausgleich für diese einzelnen Bibelverse. Ich kriege es dann eher hin zu sagen, ich lese jetzt einfach mal 4 Kapitel, 5 Kapitel aus einem Brief. Ich lese jetzt vielleicht auch so einen kleinen Brief, aber mal komplett. Das gibt mir nochmal eine andere Perspektive und ich schaffe es eher mal, mir dann eine Stunde Zeit zu nehmen und das zu lesen, als ganz regelmäßig 10 Minuten dafür. Das hängt irgendwie mit meinem sehr unterschiedlichen Tagesablauf jeden Tag zusammen. Also den Roman quasi mal weglegen und einfach zu sagen, jetzt lese ich in der Bibel. Vielleicht auch einfach zu schauen, gibt es eine Bibelübersetzung, die einem besser anspricht. Was für eine liest du oft? Oder als Theologe wahrscheinlich mehrere? gar nicht so arg viel. Also ich habe so ganz klassisch eine Lutherbibel und lese sonst eigentlich für Neues Testament gern NGÜ. Das ist so eine bisschen neuere Übersetzung. Neue Genfer Übersetzung, genau. Heißt es, glaube ich. Ja, genau. Das ist so, was ich lese. Aber ja, ich glaube, da kann man, es rentiert sich wirklich mal, da ganz oldschool in so ein Buchladen zu gehen und einfach mal deine 2, 3 Lieblingsbibelstellen oder so, die du hast oder die du kennst, Weihnachtsgeschichte oder so. Ja, das einfach mal nachzulesen in so ein paar Bibelübersetzungen und zu schauen, was gefällt mir einfach. Und dann würde ich sagen, dann kauf dir, was dir gefällt und leb glücklich damit. So. Und für alle von uns, die ganz digital sind, man kann das auch bei bibelserver.de, gibt es alle Ausgaben und da kann man auch mal reinschauen und erstmal da schauen. Wobei so ein Buch hat schon auch was, ne? Also ich lese auch viel digital, ich habe ein Kindle und so, aber manchmal macht das auch, ist gut. Danke, Matthias, dass du zu uns gekommen bist und uns an der Stelle einfach ein bisschen geholfen hast. Neues Normal, ja, und leider nicht, oder vielleicht ist auch gut, statisch, sondern es wird sich weiter verändern. Wer weiß, was noch alles kommt, aber da in der Zeit einfach an Jesus festzuhalten, auf ihn zu schauen. Genau, das war mal so der Start von dieser Themenstaffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt sehr gerne die jetzt hier sind, einfach nachher noch den Matthias ansprechen, wenn ihr irgendwo eine Frage habt, etwas nicht verstanden habt. Die Leute, die im Stream dabei sind, können sehr gerne an den Matthias eine E-Mail schreiben. Ich weiß nicht, wie erreicht man dich am besten? Auf TH, für Theologische Hochschule, -eversbach.de, und da finde ich irgendwo Lehrende, so ein Ding, da kommt ein Foto von mir, da ist auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, also könnt ihr schreiben. Genau, dann könnt ihr auch gerne, also die jetzt am Stream dabei sind, Kontakt aufnehmen. Und genau, vielen, vielen Dank, dass du dich aufgemacht hast hierher. Du konntest es ja kombinieren, weil deine Familie auch hier in Neuss ist und so. Aber super, dass du es gemacht hast. Und genau, vielen, vielen Dank. Vielleicht können wir an der Stelle einfach mal einen Applaus für Matthias. Dankeschön. Genau, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserer Church Zone angekommen. Ich gehe jetzt nicht darüber, einfach weil es hier bequem ist und weil ich mich schon eingerichtet habe hier im Privaten. Nein, super, dass du heute dabei warst. Wir werden in den nächsten Church Zones darüber reden, wie gehen wir auch mit zum Beispiel Ängsten um. Wir haben es kurz angesprochen, Therapeuten, Ärzte sagen, sind die Praxen laufen über von Menschen, die auch schwere Ängste haben, die Hilfe brauchen. Wir werden nicht über große Ängste nur reden, sondern auch so, ja, wie wir im Alltag mit Ängsten umgehen können. Ich habe es vorher gesagt, Krieg, da gibt es viel Unsicherheiten. Und dass wir auch lernen, das dritte Thema war dann gelassen zu leben. Und wir haben jeweils hier einen Talkgast, also freu dich schon drauf auf die nächsten 2 Church Zones. Einmal am 30.10. und dann nochmal am 6.11. Genau, wenn du da dabei bist. Ansonsten habe ich noch eine Sache, die ich gerne jetzt promoten möchte, was super genial ist für alle Leute, die heute zum ersten Mal da sind. Und zwar, wir machen immer nach der Church Zone eine Talkrunde, nicht so hier vorne und alle können es sehen, sondern da drüben in der Lounge, im kleineren Rahmen, wo wir einfach über das Projekt X reden und über dich reden. Wir nennen das Next Steps. Und wenn du
Interesse hast, was ist eigentlich das Projekt X, wo bin ich da hingeraten, ich habe ein paar Fragen, dann kannst du sehr gerne dabei sein. Wir treffen uns ja, in so einer Viertelstunde drüben in der Lounge. Übrigens kann man auch digital dabei sein. Wir werden das dann hybrid machen. Da wird ein QR-Code eingetragen. Da drüben ist er schon, den könnt ihr sehen. Genau, und könnt gerne daran teilnehmen, einfach um eure Fragen zu stellen, um zu wissen, wo kommen wir alle, ja, was ist das Projekt X eigentlich, was macht ihr als Kirche, als Community. Genau. Und ansonsten wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Eine gute Zeit. Es soll heute richtig schön warm werden. Genießt es draußen. Jetzt nochmal vor dem Winter ist eine richtig gute Zeit. Und genau, dann freue ich mich, euch in 2 Wochen wiederzusehen. Hier, wenn es heißt, das neue Normal angekommen, Ängste überwinden oder Angst überwinden. Alles klar. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away.